Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Was erwartet uns nächste Woche? Wir haben erst so ein bisschen, also Spirit Link, ich fange mal ganz vorne an. Wer es noch nicht gesehen hat, ist eine kleine Agentur, 60 Mitarbeitende im Bereich Healthcare, Kommunikation, Marketing. Und da sind wir in Erlangen, da sind wir in so einen ersten kleinen Austausch eingestiegen, haben überlegt, okay, welches Thema könnte denn für unseren MOOC hier spannend sein? Was könnte denn so die Verbindung auch sein zu Future Learning Organization? Wir haben uns natürlich das Stichwort KI sofort zugerufen, viele kleine Projekte. Dann haben wir so im zweiten Anlauf geschaut, wo ist denn so ein roter Faden, der diese ganzen verschiedenen kleinen Projekte und Aktivitäten verbindet, und sind dann beim selbstorganisierten, selbstgesteuerten Lernen hängen geblieben. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch so ein bisschen im Titel wider. Jedenfalls war das zumindest unsere Hoffnung, als wir den mal aufgeschrieben haben. Und würden gerne so aus der Sicht einer Agentur im Vergleich zu DATEV, und wir haben noch NBW hier in der Runde, ist es ja wirklich ein kleineres Unternehmen mal, ne, also ein kleineres Beispiel, schauen und hier mit der Runde auch überlegen, wie findet dort Lernen statt? Also auf der einen Seite spielt natürlich selbstorganisiertes Lernen dort eine ganz starke große Rolle, weil es ein sehr dynamisches, agiles Geschäft ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Erwartungen des Unternehmens, gibt es eine Strategie. Also möchte man natürlich auch irgendwo hin am Ende des Tages. Und Thema wird sein, wie man diese beiden Geschichten unter einen Hut bringt. Und da werden die Kolleginnen Beispiele mitbringen und mal das, was ich jetzt nur in ganz kurzen Worten erzähle, ein bisschen breiter vorstellen. Also auch so ein bisschen, was bedeutet Lernen halt für eine Agentur, und da auch, ich denke, so aus der Praxis ein bisschen was erzählen. Auch wer sich darum kümmert und wie man das Ganze halt individuell auf Teamebene, auf Unternehmensebene unter einen Hut bringt. Dann haben wir vor, am Dienstag und Mittwoch nochmal kleine Stopps einzulegen, also nochmal einzuladen zu kleinen Runden, wie wir sie hier heute auch haben. Ich gucke gerade mal hier so meinen Spickzettel. Wir haben auch schon die Themen definiert. Also es wird dann am Dienstag mal das Beispiel KI sein, um dann, wie gesagt, sowohl das Thema als auch das Format, also die Art und Weise, wie eine Agentur so ein Thema angeht und mit welchen Lernformaten sie das rüberbringen will, da mal Einblicke zu bekommen. Und am Mittwoch dann auch noch mal eine Einladung um 11:30 Uhr, sehe ich Transfer von Lernergebnissen. Also wie bringe ich so ein bisschen das Projektwissen in die Organisation rein? Und beides oder alles drei, wenn ich den Montag dazu nenne, sind Einladungen an die Runde. Also es wird jeweils einen Impuls geben und der wird dann schließen mit der Frage, was gibt es noch für Erfahrungen in der Runde? Also wie geht ihr die Probleme an, die Herausforderungen an? Wenn ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation seid, wenn ihr auch mit einem 60 plus minus Mann-Frau-Unternehmen unterwegs seid, wenn ihr an ähnlichen Formaten arbeitet. Ich denke, das eine oder andere wird auch nächste Woche mit einer Frage einfach schließen. Also, wie geht es weiter? Wir wollen das gerne machen und was für Erfahrungen gibt es hier in der Runde, um ein Thema oder eine Herausforderung anzugehen?